Vor rund 6 Jahren sind wir als Familie von einem am Heitersberg, also am Limmental, ins hiesige Städte gezogen. Nach 30 Jahren sind wir in das uns noch wenig bekannte Städte, wo man sich beim Spazierengehen zum Glück noch Grüezi sagt, gezogen. Als Familie haben wir damals in Städten gebaut und für uns ländliche Paradies gefunden. Ich schätze da die ländliche Ruhe, aber auch die Nähe zu Zürich und zu Baden. Nebst der gesunden Finanzen der Gemeinde, der generellen Standortattraktivität für Familien wie auch für Unternehmen, sind für uns die öffentliche Verkehrsanbindung, ein aktives Gemeindeleben wie auch eine gute Schule wichtig gewesen. Grüezi miteinander, mein Name ist Adi Latia. Ich bin 34 und seit 2017 in Städten wohnhaft. Ich habe einen 5-jährigen Sohn, der seit kurzem den Kindergarten besucht und bin seit 2016 mit meiner Frau geheiratet. In Städten schätze ich die Nähe zu Baden und zu Zürich. Ich liebe die ländliche Ruhe hier, habe das schon immer geschätzt und schätze es bis heute noch. Zu meinen Hobbys gehören Wandern, Sport machen, Tanzen und Sprachen lernen. Ich rede 7 Sprachen fließend und habe seit kurzem meine 8. Sprache angefangen. Folgende Anliegen sind mir wichtig. Ich setze mich ein für eine verbesserte ÖV-Verbindung für Städte. Ich möchte das gerne mit der Postauto AG prüfen und für die Städterinnen und Städter verbessern. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist die Sicherheit der Familie und der Kinder. Ich möchte einen Pedibus einführen. Was ich ebenfalls möchte, sind Lotsen am Fußgängerstreifen. Was mir ebenfalls wichtig ist, sind Begegnungszonen zu schaffen in Städten und ein besseres Freizeitangebot herzubringen. Nachhaltigkeit in der Finanz ist für mich selbstverständlich. Ich freue mich, wenn Sie mich am 22. Oktober in Städten wählen würden und mir Ihre Stimme als Gemeinderat geben würden. Vielen herzlichen Dank. Am 22. Oktober entscheidet Sie, geschätzte Damen und Herren, wer in Städten Gemeinderätin oder Gemeinderat wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für mich entscheiden würden, weil mir liegt Städten extrem am Herzen.